Ein herzliches Willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015. Heute wieder mit dem Smoker. Servus. So, heute mal wieder ganz alleine mit Smoker. Ja, du fährst wieder einen Drescher. Ich werde mal das Stroh aufsammeln und wenn du dann fast voll bist, werde ich dich dann abladen. Wäre ein bisschen. Okay. Ja, müssen wir schauen, sonst musst du kurz warten. Hab also sein Haar gedrückt. Ja. Ja. Jetzt forsch selber. Das Blöde ist nur, dass du dann jedes Mal komplett aus dem Ja, Motor das ist ausmachen musst blöd. und so. Wenn du einen Helfer wieder wegmachst. Oh, lecker Kaffee. Oh, wir haben so gleich 23 Uhr, Real-Life-Zeit. So, ich lasse den mal hier hinten stehen. Dem müssen wir auch bald danken hier. Den Ursus. Der ist auch schon bald leer. Ja. Schon? Ich werde mal Geht schnell aber schnell. den Trecker, wo der Dünger drauf ist, werde ich mal schnell auffüllen. Weil du hast ja noch ein bisschen Platz, ne? Hast ja gerade mal 31%. Na gut, ja, aufgerundet auf 31. 30 habe ich. Wir müssten bald mal so einen Universaltank kaufen. Der kostet nicht viel. Ich hoffe, der kriegt Sinn. Lässt sich sonst ein bisschen blöd mähen. Er fährt dort. Hier ist der Tankwagen. Ah, der ist ja noch hier unten. Ich würde mal mit dem Traktor und dem Tankwagen hochfahren. Wieso? Weil der noch unten ist. Beim Vorbau der Verkaufsstelle. Ja, na, wenn du willst, kannst du. Weil da Ja. nützt er uns ja nicht viel. Ich werde mal die Zuschauer zeigen, was passiert, wenn ich mal den Dünger voll mache. Wie der Trecker hinten runter geht. Durch diesen Ja. Gewichtsmod da, ne? Warte mal, warte mal. Das ist aber auch geil. Ist schon krass, wie das Ding runtergeht. Ups. Schaut auf jeden Fall bei Ja. Rohr auf dem Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Denn ihr habt ja hier Ja, zwei einmal von Ansichten. Smoker und einmal von mir. Was Einen willst du jetzt Liste. damit? Ach so, wegen Feld, ja, auf dem Feld, ja. Zum Feld fahren wegen Auftanken. Man könnte den ja dann später zur Ah, PGA da stand ja fahren, noch direkt weil hinten. wenn man da jetzt mehr bei der PGA dann macht, da brauchst du ja auch ein bisschen Sprit. Naja, wäre schneller. Meinst du? Ja, weil ich mich abdränge jetzt. Oh, das Ich? ist doch. Ui. da habe ich nichts mit zu tun. Der Baum steht noch. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich gar erst von der Straße weggeschoben. Ja, der steht noch gerade. Also, so ist Die schlimm Betonung was. geht auf noch, oder? Oh, schön. Beim Rohr, das Ding ist gleich voll.
halten mal kurz an. Schon bei 94%. Okay, 95%? 96. Ich entlass mal den Helfer. Renne mal schnell zum Trecker. Zum Deutz. Ja, dann. Guck mal, der hat da aber noch ein Stückchen übers. Nicht krumm und bucklig, wo Ostwind vor uns neben mir hergefahren ist. Der ist ein bisschen zu nah zu mir, dann wieder so weit weg. Das war gar nicht so einfach mit dem Osti. Liebe Grüße an dich, Osti, falls du dieses Video siehst. Da gibt's noch Übungsbedarf. Ja, ist noch kein Meister von Himmel, weil. Kann ja nicht jeder so Vollprofi sein wie wir, ne? Meinst du wie ich? Nee, wie wir. So mein langer Stänk. Uiuiui. Mach die andere kaputt. Ist doch noch ein Stück schön näher. So, na, erstmal vorne in dem Fall. Richtig. Nee, ist nicht mehr viel. Da wurde wohl nicht mehr viel fehlen, oder? So, das war's schon, warte. Okay. Ja, der ist fast leer. Ah, hier geht noch ein bisschen was. Gerade noch ein bisschen der Boden bedeckt, so wie es aussieht. Da können wir den Motor mal ausschalten. Ein bisschen Benzin sparen. Ist Diesel. Oder ist das Diesel, was die ganzen Dinge tanken? Das hörst du schon. Ja. An den Geblubber, ne? Diesel kann man hier auch irgendwie herstellen. Müssen wir mal schauen. Ja, auch durch Mod, ja. Echt? Aber durch Mod, oder? Genauso wie Saat und Dünger. So, zu 65% sind die Anhänger jetzt voll, also insgesamt. Ach, machst du erstmal das kleine Stückchen hier? Ja, das stört mich. Wenn du hier immer gleich durchfährst, ja. Hier das einsam ist, können wir einen kleinen Grubber durchjagen. Warte mal, ich stelle mal den mal Fahrtrichtung rüber. Ups. Einfach mal ein bisschen schneller fährt, dann rutscht der gleich weg. Das ist manchmal richtig übel. So. Da kenne ich ja eigentlich schon. Warte mal, welcher ist denn jetzt welcher? Mal so eine Frage an euch Zuschauer. Spielt ihr dieses Spiel denn auch noch? Also, ist ja jetzt nur schon eine ganze Weile draußen. Spielt ihr es noch oder guckt ihr nur zu und sagt, ach, kein Bock auf das Spiel, ich guck da lieber jetzt euch nur zu. Schreibt's da mal bitte in die Kommentare. Ich habe gerade den Düngerstreuer abgehangen. Junge, ist das Ding von hinten hochgegangen. Wahnsinn, ne? Echt? Dann komm mal her. Warte, das will ich mir angucken. Wo bist du eigentlich? Stehen neben dir. Siehst du mich nicht? Wo? Huhu. Wo? Na hier? Du siehst mich drum herlaufen. Neben deinem Traktor. Okay. Hä? Ja, ja. Ich stehe jetzt genau vor dir. Echt? Aber bestimmt so ein Art Synchronisationsproblem. Hm. Steh gerade auf deinem Kopf. Ja, okay. Ich sehe dich. Ich stehe auf jeden Fall hier oben an deinem Traktor. Also ich lasse mal hinten los. Der Arsch hängt ziemlich weit unten. Fallen. Wie wird's, ja? Das sieht schon derbe aus. Das ist echt heftig. Oh ja. Soll ich mal vorne mal fallen lassen und hinten ankoppeln? Warte mal. Ne, warte mal, ich mach mal nochmal raus. Mach mal vorne erst mal. Och man, bin ich blöd, oder? Bevor du hinten.
Ach so, da muss ich mal ganz kurz ein bisschen weiter vorfahren. Weil der will ja hinten gleich wieder ankoppeln. So, jetzt ist der Trecker weg. Ups. So. Siehst ja auch schon. Also, ein bisschen Ja. was hat man da vorne gesehen. Ach Mann, du sollst doch nicht das. Oh. Warte mal, warte mal, warte. Das haben wir gleich. Abkoppeln. Weiter vorfahren. Das andere Gerät abkoppeln. Zurückfahren. Ankoppeln. Ich glaube, die Reifen, die haben. Heftig. Nein. Nee, wirklich Crip. Also, die kann die rutschen ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt schnell fährst, kann es passieren, dass du erstmal geradeaus weiterfährst, obwohl du eine Kurve willst. Vorne ist, Ja. das ist ja ein 700 Kilo Schon Gewicht. heftig. Nö. Echt? Mehr Ja, nicht? das bringt aber schon was. Okay. Siehst du, ich wollte doch den Trecker nehmen, Ich hätte wegen mehr gedacht. Sparta. Ach, wieso klemme ich jetzt das ab? Ja, ich glaube. Oh, ich fahre wieder übers Feld. Und gemütlich Kaffee genießen. So stelle ich mir die Feldarbeit auch angenehm vor. So kenne ich dich. Übers Feld fahren, während die Maschine abmäht und gemütlich Kaffee schlafen. Aber ich glaube, das funktioniert im Real Life nicht so, Na weil gut, ich glaube, da musst du echt mehr auf die ganzen ja, Instrumente achten. vielleicht Ne? auch. Da kenne ich mich auch nicht so aus. Ich hab. Ich sehe aber auch nirgendwo einen Becherhalter. Ich glaube, sowas ist auch in den Dingern nicht vorgesehen. Erstmal zum Maggis Na fahren klar. und dann dort einen Kaffee holen oder so. Mit der Riesenmaschine, natürlich. Aber schmeckt irgendwie der Kaffee eh immer besser als bei Maggis oder so. Finde ich jetzt. Können wir nicht auch Kaffee anpflanzen, Roro? Nein, nein, nein. Warum ne? Und, weiß nicht. Ich habe nicht so großartig gefunden mit Kaffee. Ich meine, du bist ein Kaffee-Fan, ich bin ein Kaffee-Fan, da wäre doch Kaffee das Beste, oder? Aber nur. Gut zugegeben, wir würden das alles wegsaufen statt verkaufen, ja, aber unsere Kaffeeprobleme wären Ah, doch da warten wir gelöst, uns oder? nur die guten Bohnen anpflanzen. Ja, mindestens. Die Bohnen, wo dann irgendwelche Tiere die erstmal essen, dann rauskacken die. Weißt du welche? Ja, es gibt einen Kaffeeort, da werden die Kaffeebohnen erstmal ein Tier gegeben, was die frisst und dann ausscheidet und dann werden die erst weiterverarbeitet. Das ist eine ganz, ganz teure Kaffeesorte. Die kannst du dir nicht leisten, ich erst recht nicht. Ja, so eine Kaffeesorte gibt's, kommt noch nicht auf den Namen. Ja, das ist echt heftig. Du säufst dann quasi was Tiere Boah. schon rausgeschissen haben. Das ist klar. Na gut, aber wenn es einer mal weiß, wie die Kaffeebohne heißt, da würde ich mich freuen, wenn nur einer mal einen Kommentar das reinschreibt. Das würde mich interessieren. Hallo? Also ich wüsste jetzt nicht. Schon wieder. Ich glaube, ich bin etwas schief hier vorne. Ich werde dich dann mal abdanken, ne? Ja, irgendwie. Ja, muss dann nur noch drehen. Wer unter fort? Soll ich das dann erst gleich verkaufen, wenn er voll ist, oder erst ins Lager? Ja, ein bisschen haben wir ja. Ja, momentan brauchen wir echt dringend Kohle, oder? Für unsere Anschaffung da, die wir da gerne machen wollen. Also ich Okay. glaube, da wäre es besser, wenn wir das erstmal gleich alles verkaufen, ne? War jetzt nur so eine Idee, dass wir da echt erstmal alles verkaufen, was wir kriegen. Ich fahre das vor jetzt aus. Okay. Dich. Ja, du musst ein Stückchen vor. Mach ich das schon? Ach so, das fand ich sehr, sehr Und ein voll. Stückchen zu mir. Warum? Ach so, stimmt. Ja, das sah gerade so aus, als ob der nie auskippt, aber der war ja voll. Deswegen dachte ich, du bist noch ein Stück zu weit weg von mir.
Hey, passt. Ein bisschen klein, bisschen wenig langsamer werden, dann ja, ja, jetzt wieder ein bisschen Gas. Bombe. Wir sind ein eingespieltes Team auf dem Felde. Wieder langsamer werden. Ja, gut, und wieder ein bisschen Gas. Bombe. Bombe, so, das gerne. Ist super. Okay. Ja. Fahre ich gleich runter. 80%. Naja. Noch einmal. Ich fahre mal mein langes Rohr wieder ein. Denkt man noch einmal, dann müsste der Fall sein. Immer eine volle Ladung? Warte mal, 21.000 passt da aber rein, ne? In so einen Anhänger. Also 21 Tonnen, oder? Weiß ich jetzt schon nicht. Weil ich hab. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass es das Volumen zählt. Das Volumen ist ja dann nicht gleichzeitig dann Tonnen, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin komplett ein bisschen raus. Also meine Schulzeit ist ja doch nur doch schon etwas ewig lange her. Wie viel man eigentlich vergisst, wenn man schon so lange aus der Schule raus ist? Ja. Gut, bei dir ist es, glaube ich, noch länger her als bei mir, ne? Doch, doch. Ich glaube, du weißt auch nicht mehr alles, oder? Das, was hängen geblieben ist. Das war gelogen, das hat's ausgehört. Na, da war nicht viel, oder? Was war denn eigentlich so dein Lieblingsfach damals? Nee, ich war froh, dass ich aus dem Futter raus war. Oder hattest du gar keins? Echt kein Lieblingsfach? Oder sagst du, oh, das hab ich schon am liebsten gemacht? Technik. Als Unterrichtsfach oder wie? Technik als Unterrichtsfach? Ja, Technik, Wirtschaft, so. Das war einfach so. Okay. Bei mir war es Physik gewesen. Das lag aber auch mit an den Lehrer, der hat den Unterricht so geil gemacht. Ja. So geil veranschaulicht und mit den ganzen Experimenten jedes Mal gezeigt, das war so. Das hängt auch viel mit dem Lehrer. Oh ja. Es kommt ja auch mal drauf an, wie der Lehrer das erklärt. Ja, das langweilig rüber. Ne? Auch. Weil wenn der Lehrer das nicht richtig erklärt, dann wissen es doch die Schüler nicht. Ja. Das stimmt. Aber die wenigsten begreifen es dann auch. Ja, aber so ein Lehrer, der den Unterricht echt geil gestaltet, mit Experimenten und auch schön veranschaulicht. Also ich glaube, sowas tut man sich doch eher merken. Ja. Oder wenn ein Lehrer als Spaß macht. Sowas Trockenes, so. Ja, das reicht ja auch nur. Daraus dann, sagen wir mal, aus Spaß den Unterricht, das veranschaulicht, weißt du. Das prägt man sich schneller ein, wenn es einem gefällt, als wenn das Fach so trocken rüberkommt. Sagen wir mal, wenn der Lehrer zum Einschlafen ist. Ja, und da hat man doch überhaupt keine Lust. Ah ja, da hatte ich auch einige. So, da kann ich ja den hier oben lassen. Kurz. Ja, ja, bis runter kommst du noch, oder? Ja. 73%. 75 dürfte theoretisch, wenn nichts schief läuft, schwer jetzt gleich. Jetzt bin ich bei 80%. Warschanken kommen. Ja, ich sitze gerade unten. Wunderbar. Ich werde dich dann gleich wieder leer machen. Ich bin doch gar nicht voll. Ja, gleich. Ich schwöre, ich habe nichts getrunken. Nur vernichtet. Genau. Oh, 97. Oh, und. Oh, 99. Das kleine bisschen. Mann. Geschafft. Ah, schade.
Wo war denn jetzt das lange Rohr? Ja. Das war doch hier links, ne? Bleib stehen, bleib stehen. Ich werde gleich neben dir fahren. Ich habe mein Rohr ausgebreitet. Ich mach dich leer. Das klingt auch komisch, ne? Na, schätzen wir noch zweimal durch und dann ist alles ja, weg. Ja, so circa, ja. Aber ich ja noch alles reinkriege. Oh, klar, ich bin auch schon bei 12. Aber glaube ich, den werde ich dann gleich losfahren. Definitiv ja, alles aber rein. Das sind 4%. Nee, ist noch nicht mal voll. Also laut Hänger hinten sind 96 und oben steht 92. Ja, das sind 42 passen ja, rein. Stimmt jetzt. Ich also glaube, da haben alle weit und ich bin auf 40. Also noch 2 Tonnen, das ist nicht viel. Wenn du 2 Tonnen hast, da bist du viertel voll oder so. Also fahre ich den schon mal zum Bahnhof, weil das dauert sowieso, bis ich wieder da bin. Weil mit dem Schneckentempo, was ich hier gerade fahre. Stimmt. Ja. Und vor bergab geht's. Fahr mal oder? Quer über den Acker. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Schon bei derbster Überlänge, so wie ich das gerade sehe. Was schätzt du, wie 4 Minuten? Genug. 22, ja, gleich 23 Minuten. Ja. Die Zuschauer freuen sich. Denke, hoffe ich doch. Ja, ich denke mal schon. Aber das kennen sie ja eigentlich nicht anders von uns, ne? Jedes Mal klappt das nicht. Leider. Ah. Naja, gut. Wer hat denn anmoderiert? Ach, ich? Du? Okay, ja dann. Ja. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar oder ein Like oder abonniert uns. Wir würden uns freuen, ne? So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.